Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Spyro ist mit dabei. Und ja, nee, eigentlich ist das nur meine PS4, die an ist. Uff! Nee, egal. Heute geht es um diese beiden schönen Taschen, kann man sagen. Hier könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen, auf dieses Video hier. Da seht ihr das Veröffentlichungsdatum des Videos. Aber heute geht es wirklich nur um die beiden. Ja, Spyro, ich bin auch abends müde, wenn ich so lange aufbleibe. Spaß. Ich darf heute nicht um Spyro gehen, heute muss es hier rumgehen. Wir fangen an mit der Tasche hier. Und zwar haben wir hier als erstes das hier. Herzlichen Glückwunsch, Milka. Ja gut, schon gegessen. Na, ja, dann geil. Also, Milka, herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Dann haben wir noch. Habe ich noch in meiner Packung das hier. Muss das auch irgendwie aufbekommen. Oh, Snickers. Warte. Ihr seht gerade schwarz. Hier, guten Snickers. Schmeckt halt wie ein Snickers. Hatte ich noch das hier, Haribo Food Mania, dann hatte ich hier noch von Yannick Crackers bekommen. Ja. Ist alles schon in der Mülltonne gelandet. Sehr gut. Dann haben wir noch hier etwas, die bekannteste Süßigkeit in ganz Deutschland. Haribo, muss ich ja nicht probieren. Bye bye. Was haben wir noch hier drin? Also in der Tüte haben wir. Fangen mal ganz unten an. Ich glaube, das mit am langweiligsten ist das hier. Eine Aufstockungszutatenkarte extra noch nicht freigerubbelt. So. Weil ich dieses Video geplant habe. Hier ist übrigens auch noch eine, aber das ist keine Karte, sondern einfach ein Kassenbon. Gesundheit. Da darf ich euch den PIN leider nicht zeigen. Und ich trete immer auf irgendwas drauf hier. Was ist das? Dann haben wir noch hier drin Kopfhörer. Das sind die Kopfhörer, die ich beim ersten Spyro-Spiel. Warte. Habe ich hier was an meiner Hand? Weg. Das sind die Kopfhörer, die ich anhatte, als ich das erste Mal das Spiel aufgenommen habe. Genau. Langweilig. Deshalb, und durch die höre ich halt gar nichts von der Außenwelt. Aber ich höre richtig gut das Spiel, aber ihr hört halt so, das ist gefühlt in einer, das ist ja Drache. Wir sehen ja zum Beispiel den Drachen Oswind. Oder den Drachen Darius, keine Ahnung. Lass mir mal kurz nachgucken, was ist dafür. Nestor, nehmen wir mal Nestor. Vanessa steht in so einer Halle, da so hört sich das in so einer glücklichen Berglandschaft. So hört sich das an. So. Als nächstes in meiner Krambox haben wir dann noch als letztes natürlich, was da die ganze Zeit auch läuft, Spyro Reignited Trilogy. Einfach nur geile Spiele. 3 Spiele, 6 Jahre. Aber hier steht gar nicht, dass es 6 ist. Das steht auf der CD drauf. Hier habe ich noch Crash Bandicoot. Ja. Ich muss niesen. Ja. Das sind eigentlich meine Geburtstagsgeschenke. Da noch Drachenherz. Da liegt noch Drachenherz. Ja. Das war's eigentlich. Dann danke.
Dann werde ich mal Spyro wieder als Abschlussbild nehmen. Danke Leute für den Video dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Spyro sagt auch noch gut. Tschüss und tschüss.